So, Freunde der Nacht, da ist der Teasy wieder zurück. Hello, hello, hello. Ja, Dynamitstange nach hinten schmeißen. Beim letzten Mal gab es Probleme. Ihr erinnert euch vielleicht dunkel. Ha. Da sind wir irgendwie 20 Minuten hier gefahren, wie die Bekloppten. Und es hat nicht funktioniert. Es hat einfach nicht funktioniert. Weil es hat sich... Ach du Scheiße. Es hat sich einfach festgefahren irgendwie, ne? Wir sind ja gefahren und gefahren und gefahren. Und hatten eine... Mist. Ach, das war natürlich wieder doof. Fängt ja super an. Also es hat einfach nicht funktioniert. Das war wie eine Endlosschleife. Ne? If then, go to Anfang. Ne? Und dann... Ja, fing das immer wieder von vorne anscheinend an. So, die sind ja immer einfach. Jetzt kommt aber der Dicke. Und ich hoffe, dass es diesmal klappt. Ich musste alles davor nochmal machen. Also diesen Reifen auch besorgen. Und diese ganzen Mini-Rätsel dann in der Stadt eben nochmal machen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, komm. Nein! 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 Mist! Jetzt kommt er nach vorne. Und jetzt schmeißt... Das war nicht gut. Jetzt kommt die auch noch wieder. Oh Mann, ey. Och je, ach je, ach je. Hier speichert er komischerweise immer zwischen. Also jetzt vielleicht noch nicht gerade, aber bei den nächsten Punkten schon. Beim letzten Mal fiel auch immer der Sound aus, zwischenzeitlich. Ich habe das jetzt noch gar nicht nachgeguckt. Ich muss mal gucken, ob ich die Folge vom letzten Mal, ihr werdet es ja jetzt schon gesehen haben, geschnitten habe, dass das eben nicht die 40 Minuten wären. Und ich hoffe, dass es diesmal einfach klappt. Wir haben den ja beim letzten Mal schon halb zerlegt. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist halt die Frage, wo schießt der hin, ne? Uiuiuiuiui. So, jetzt kommt er nach vorne. Ja, ich kann auch nicht nach hinten oder so. Aber guck mal, schon wieder... War der Sound weg. Ah, schade. So, jetzt kommen die anderen Dödels. Ach, du Scheiße. Och, nee. Ich bin so ein Held hier. Also, das kann ja wieder so eine Endlosgeschichte werden hier. Manchmal sind solche Zwischenkämpfe, so eine, sagen wir mal, Zwischenbosse oder sowas, auch viel zu overpowered für dieses kleine Spiel. Guck mal da! Nein! So, jetzt ist die Frage, wo schießt er jetzt zuerst hin? Immer da, wo ich zuletzt bin? Nee, so jetzt. Andere Seite und jetzt nochmal in der Mitte, ne? Nein! Haha! Nein, Weg, weg, weg. So, jetzt kommen wir vorne. Jetzt kommen die anderen Dödels. Schnell rüber. Ton schon wieder weg. Ist doch Mist. Ist doch Mist. Nein. Geh doch mal weg. Also ich habe so das Gefühl, dass der... So, weg mit euch. Hinfort. So, ich schmeiß mal ein paar Dynamitstangen, aber ich glaube nicht, dass die irgendeinen Einfluss haben. Ach, du Gott, du Gott, du Gott. Der jetzt irgendwo zwischengespeichert, habe ich jetzt nicht gesehen. Nein! Shit! Oh. Nein! Ach, genau reingefahren und jetzt... Jetzt! Ja! Das war der erste. Oh, nee! Kann nicht wahr sein. Nein! Schnell weg, schnell weg, schnell weg! Alter! Geh mir nicht auf den Keks hier. Oh, jetzt kommt die Straßensperren, oder? Ah. Alter, willst du mich verkacken?
Der muss einen Munitionsvorrat haben, ist ja unglaublich. Ja, jetzt kommen die anderen Dödels wieder. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Schade, dass man sich hier nicht reparieren kann und kein Reparaturkit hat oder sowas. Das ist einfach, um das auch durchzustehen, ja? Hallo? Geh weg! Mist. Kann er nicht mal seine Luke so aufmachen? Ja, jetzt macht er es auf. Halt die Backen! Halt die Backen! Ja, eines drin, alles klar. So, das hätten wir jetzt. So, das hatten wir beim letzten Mal aber auch schon. Oh, Leute, nicht wieder ein Bug, oder? Nee, also er schießt schon wieder, das ist gut. Also im Sinne von, es passiert also doch was. Jetzt kommen ja noch diese ganzen Fässerorgien, ne? Ahahaha. Oh, scheiße. Erst haben wir schon mal erwischt. Wie, wer schießt denn hier mit dem MG? Ach so. Lass mich in Ruhe. Alter. Ja, ich krieg hier einen Kasper. Was war das? Das war ich nicht. Das war ich nicht. Nein. Nein. Mist. Ja, komm her, du Dödel, du. Aber dass der da eben reingefahren ist, das war ich nicht. Ernsthaft nicht. Lalala. Lalala. Schade, ich hätte gerne mal wieder so die Musik wie beim ersten Autorennen. Das wäre besser gewesen. So, jetzt die Frage. Aha, guck mal, jetzt sind wir nach vorne. Hä? Wie sind die denn gefallen? Ha 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 ha. Oh, Mist. Auto ist schon wieder Schrott. Ein Treffer und dann bin ich wieder hin. Das war knapp. Ja, was war denn das? Was war denn das? Mist, dass man den da nicht irgendwo in seine Auspuffrohre und Dynamit reinschmeißen kann. So, jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. So, alles klar, wieder vorne. Nein! Knapp. Nein! Wieso zieht er denn nach hinten weg? Alter, das verstehe, wer will. Ahahaha. So, schmeiß raus die Dinger. Noch zwei. Das so. Okay, das war wieder nix. Nein, der kommt. Boah. Ja, ne, ist richtig. Ah, Mist, jetzt hätte ich vor ihn kommen können. So ein Bullshit. Ja gut, aber das hat man nur letztes Mal auch schon geschafft. Alter. So, jetzt kommt er nach vorne, alles klar. Genau. Ach, Mist. Aber ich habe auch nicht mehr Steuerungsmöglichkeiten. Also ich kann ihm irgendwie gar nicht querfahren. Guck mal, jetzt bin ich zwar schneller wieder als er, aber seine Luke zu. Jetzt gibt er wieder Gas. Ich bin wieder hinter ihm. Ich kann nichts machen. Wow. Kennen wir doch schon jetzt. Komm. Mist. Siehst du? Ich kann gar nicht vorhin kommen. Boah. Na los, noch zwei. Alter Schwede. Guck mal, jetzt bin ich vor ihm. Nein! Er kommt wieder nach vorne. Und erst dann macht er die Luke auf. Genau. Ach Mist, bin ich nach vorne gekommen.
Hahaha. Blöd, Mann. Schmeißt er da seine vier Fässer raus? Mein Gott. Jetzt wieder vor ihm. Nein. Mist, kann nichts machen. Okay, ist jetzt die Frage, wie lange halten wir das jetzt durch? Ah, Mist. Hahaha, ey, diese hässliche Lache, ey. Ja, kurz vor ihm. Er fährt in die Mitte. Er schießt. Nein. Ah, das hätten wir uns echt sparen können, eben. Genau, genau. Ach, Mist. Bin nicht vor ihn gekommen. Na gut, jetzt vier, dann wieder zwei. Na los, komm. Freunde der Nacht. So, er schießt. Nein! Ach, shit. Ich wusste doch, dass er da links schießt. Ach, Mann. Oh. Schon eine weg. So ein Mist. So, wieder die Sperren. Oder? Nee. So ein Mist. Zack, zack. Zack. Ja, 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 ja. Ja. Ja, wir haben es wirklich geschafft. Uhuhu. Oh, ein Kilometer nur noch. Samuel. Endlich. Oh, nächste Kapitel. Speichern. Und Karl lebt. Wer hätte das gedacht? Puh. Kapitel 4. Hölzerne Kreuz. Ja! Juhu! Der Hochgefühl war jedoch nur von kurzer Dauer. Karl und Anna wurden von den deutschen Soldaten in Samiel ergriffen und in die Offizierskartiere zum Verhör gebracht. Karl kehrte auf Seiten der Deutschen an die Front zurück, während Anna im Lazarett Verwundete pflegen musste. Oh je. Am 8. April begannen die Franzosen mit einem Angriff auf Samiel, eine Gelegenheit, die Karl nicht verstreichen lassen wollte. Am 9. April 1917. Samiel besetzt. So, machen wir weiter. Freu mich da. Klar, schlucken. Ach, umziehen soll er sich. Mal gucken. Ach, die kennen sich. Na gut, gehen wir mal hin. Er ist der Beste. Ja, er ist der Beste. Da kommst du halt mal mit, sagt er, ne? Tiefsten Österreichisch. Neues Tagebuch freigeschaltet. Oh Mann, die haben alle noch nicht gelesen. So, was denn jetzt hier? Guckt euch das mal an hier. Ja, ja, ich komme gleich. Guck mal. Pferde, Fuhrwerke, Karren, LKWs. Naja. Damals eben, ne? Ja. Oha. Weiter oder hoch? Ne, ich geh jetzt mal gucken. Ja, gib ihm doch hier das Schreiben, Keule, komm. Na gut. Ja, geh mal kleckern, sagt er. Ja. Na gut, dann geben wir uns erstmal. Ja. Wie weit denn noch? Aha. An der Ausgabe. An der Krummsterung. Na. Bitte was? Ich wiederhole das mal lieber nicht, was er gesagt hat. Ach ja, da hängt die Feldgrau-Uniform. Naja, irgendwie schicker als diese französische, muss man schon sagen.
Da fehlt noch was. Gut gemacht. Du hast noch da deine Suppenschüssel auf dem Kopf. Guter Junge. Alter Fritte? Ja, alter Fritte, genau. Werd was ran! Da komm mal ran! Runter nur! Zwurbelblack! Was? Die quatschen, ein Scheiß, Entschuldigung. Ja, Zwirbel der Lack. So, was für einen Auftrag haben wir denn eigentlich hier? Wer rülpst denn hier, sag mal? Kommen wir da rein? Können wir die... Hä? Ja, nö. Der will auch nichts von uns. Ah, Radl. Oh. Ach, da liegt ein Helm. Guck mal, der liegt doch da. Nimm doch den Helm. Der ist doch mehr als eindeutig. Ich guck nochmal, ob ich hier irgendwas mit dem Wuffi machen kann. Ach so, der ist da hinten in dem Raum drin. Und hierfür brauche ich einen Code. Habe ich denn einen? Ich lese erstmal hier was vor. Ne? St. Mihiel wurde im September 1914 von den Deutschen eingenommen. Diese strategisch wichtige Position war der Frontlinie vorgelagert und trennte die Zugverbindung zwischen Paris und Nancy. Die Truppen der Antin versuchten wiederholt vergeblich, die Stadt einzunehmen. Das gelang erst, als 1918 frische amerikanische Truppen eintrafen. Okay. Also waren die 4 Jahre besetzt. Oh. Ausdehnung des Gaseinsatzes. Das im Krieg verwendete Giftgas war schwerer als Luft und konnte daher in Schützengräben, Stollen und Unterstände eindringen, wo es sich über längere Zeit hielt. Das zwang die feindlichen Truppen dazu, ihre Gräben zu verlassen oder Gasmasken aufzuziehen, was ihre Kampfkraft deutlich minderte. Im Laufe des Krieges wurden immer größere Mengen Giftgas eingesetzt. Noch heute stellen Reste von Giftgasmunition eine Gefahr für die in den ehemaligen Kampfgebieten lebende Zivilbevölkerung dar. Das stimmt allerdings. Okay. Also, wir müssen da rein. Wir brauchen ein... Was? Ein Brief. Ach so. Okay, wäre ich wahrscheinlich selber drauf gekommen irgendwann. Also Klingel und Schlüssel. Aber ich brauche ja eigentlich auch noch einen Code hier, sonst komme ich ja nicht rein. Ist der hier irgendwo versteckt? Im Bild oder so? Nee, ne? So, wir waren jetzt oben. Wir gucken uns mal ein bisschen um hier. Ja, vielen Dank. Ah, guck mal hier. Klingeling! Oder muss der Hund klingeln? Alter, bin ich verkackeiern? Du wirst doch wohl die Klingel bedienen können. Achso. Bisschen schneller! Ja, formidabel. Schade, ich kann den Hund hinschicken. Okay, das ist also immer noch nicht. Ich geh mal raus. Wollen wir mal so dreist sein? Und die Flagge einholen? Nee, geht nicht. Komm hier nicht ran. Und jetzt regnet's auch noch. Schon wieder F1? Nee, jetzt warte ich mal nochmal kurz hier. Mal nicht übertreiben. Ah. Goldene Äpfel. Vielleicht kann ich den Schlüssel runterwerfen. Ist ja wieder die Logik hier hoch 3, ne? Schlüssel runterwerfen. Und jetzt Wuffi hinschicken. Merkt er natürlich nicht. Merkt er natürlich nicht. Gut gemacht. So, gib mir her das Schlüsselchen. Braves Tier. Ja, braves Tier, genau. Super, so, das hat schon mal gut geklappt. Dann haben wir jetzt einen Schlüssel. Wofür brauchen wir den? Ach, oben für die Tür, ne? Ach nee, von da komme ich. Da war eine verschlossene Tür nämlich. So, ich habe jetzt Schlüssel, ich bin berechtigt. Ist ja wohl klar. Lalalala. Nix. Ah. Jo. Das sieht doch viel besser aus. Was haben wir denn da? Ach, die Flagge haben wir gefunden. Oder Bataillonsflagge, ne? So. Jetzt haben wir aber immer noch nicht... Da hinten ist eine Tür. Ich gehe nochmal oben gucken.
Ob wir hier einen Hinweis kriegen? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Oh, da hinten habe ich was übersehen. Ah, noch eine Marke. Schauen wir es mal an. Deutsche Erkennungsmarke von 1916. Also anscheinend gibt es ja verschiedene, ne? Verschiedene Länder, verschiedene Marken, verschiedene Formen. Die Erkennungsmarke. Also eine Erkennungsmarke mit abnehmbarem Teil, der von den Behörden zur Zuordnung der Leiche verwendet werden konnte. Der größere Teil verblieb bei der Leiche. Das Modell wurde ab Ende 1916 eingesetzt. Jupp. Ne, steht alles doppelt einmal drauf hier, ne? Das untere wird abgebrochen, der Rest bleibt an der Leiche und dann wird identifiziert. Traurig, aber wahr. So, Freunde. Ja, genau. Da waren wir. Hier ist auch nichts. Hängt überall dieses selbe Bild von diesem dicken General. Da auch. So. Ich würde sagen, hier mache ich mal einfach eine Pause. Ne? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier. Ich bin gerade etwas... falsche Taste und so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.